schönen guten Tag. Erster Abend des Prenzlauer Hügelmarathons. Heute ist Donnerstag, der 3. Oktober. Ich bin heute schon angereist. Brückentag genommen. Ja. Sitze hier in meiner Hütte abends schön. Gucke Video von Thomas Buß. Mit Uwe Knaub zusammen sind die hier an der Ostsee gefahren. Ja, ganz ruhig heute noch. Morgen kommt dann der Rest hier, der ganzen Bagage. Der Jan kommt früh. Und dann machen wir eine kleine Runde. Mal schauen. Einfach mal so lang gucken hier in Prenzlau. Vielleicht mal vorne schon beim Start vom Hügelmarathon. Ja, und dann abends kommt der ganze Rest. Und dann haben wir sicher ein gemütliches Beisammensein. Und am Samstag ist dann, wie gesagt, der Hügelmarathon. Naja, jeder fährt so seine Strecke, ich die 84, die meisten fahren glaube 115, Anna und Tante Inge fahren die 224, das ganz große Ding, schon mal Daumen hoch dafür. Ja, ich werde dann weiter berichten. Guten Morgen, Freitag, 4. Oktober, ein Tag vor dem Hügelmarathon. See am Morgen. Herrlicher Sonnenschein, heute etwas frisch. Im Hintergrund St. Marien. Herrliche Ruhe hier. Und in der Sonne ist es schon richtig schön warm. Solaris Katze Oskar am Wasser hier. Jetzt guckt da, er hat gerade getrunken. Und da hinten lauert Oskar. Beobachtet den Vogel. So, der Janni ist inzwischen auch angekommen mit seinem Bus. Wir machen uns das hier erstmal gemütlich. Und dann fahren wir nachher noch ein kleines Röntchen zum Aufwärmen für morgen. So, Freitagmittag, ich starte mit dem Jan eine kleine Runde zum Aufwärmen. Hier ist schon der Start- und Zielbereich aufgebaut, das Zelt, wo Vogt heute Abend seine Vorstellung gibt. Da gibt es schon Getränke. Oh ja. Oh, hier ist schon der Aufbau. Geht das heute Abend los hier? Da ist Jan. Da? Ja. Voll heiß der Junge. Und hier gibt es Wasser aus dem Becher. Ja. Immer rücksichtsvoll die Uckermärker Bauern. So, kommen wir nach Seelübbe. Ja, das ist die Uckermark. Geschwungene Hügel.
immer mal hoch und runter. Hier am Klosterbrunnen, Kasse des Vertrauens. Radler für 2,50. Schöner Garten hier. Keine Menschenseele da. Eben wo wir kamen, waren noch Leute da. Jetzt sind wir alleine hier. Hier steht es auch dran. Kalte Getränke. Boah, kleine Runde heute um den Uckersee. Zum Warmfahren für morgen. So, haben wir eine kurze Einkehr hier im Klostergarten gemacht. Setzen wir unsere Aufwärmrunde für morgen fort. Gehen wir auf den Radweg gehen. So, hier schon die Ausschilderung für den Hügelmarathon. So, damit haben wir unsere Aufwärmrunde gleich geschafft. Jetzt sind wir wieder am Camp Solaris. Da kommen die Ersten. Der Ronald und die Anna. Es ist jetzt 4:30. Der nächste Gast ist da, der Daniel. Hi. So, jetzt sind wir hier im Startzielbereich. Die anderen sind auch eingetroffen. Tante Inge, mein Bruder. Ja. Jetzt warten wir der Dinge, die hier kommen. Der Protagonist des Abends, Jens Vogt. Herzlich willkommen, Jens Vogt. Von heute, eigentlich nicht mal hier gewesen bin. Ich bin ganz froh, dass ich mir das nicht angetan habe.
Andererseits, Jens, wenn sie nicht genommen hätten, wären die 18 von 10 kommen sicherlich bis zum Jahr 2014 kontinuierlich angestiegen. Ne? Und nicht überall, ja. Ganz in genau. Fall, ja. In Fall. Zum Beispiel auch ich, erzählt nicht jeder das Rennen rund um See, da zählt nicht jeder dazu. Ich ja, weil ich habe auch viel Chaos war, hat man rechts und rechts. Und der wollte einen ruhigen Tag an den Sprint gewinnen. Und dann kam schon Dinka öfters, wie ist das heute mit dem Bär? Ist der Bär heute wieder, macht ihm wieder sein Geschäft? Ja, heute auch wieder. Und dann war das immer unser freies erste Mal Ljubljana. Wenn ich hier so ein bisschen mitarbeiten dürfte, könnte ich auch am Ende um Sieg mitfahren. Er so, nein, dein Job ist nur hinten drauf fahren und aufpassen. Habe die Jungs auch gesagt, Leute, ich glaube, waren 12 Leute. Ich sage, ich fahre nichts mit, ich bin ja nicht im Weg, aber ich darf leider überhaupt nichts arbeiten hier, weil ich habe da den Captain da hinten. So, ich denn hier, Bjarne, wenn ich jetzt ein bisschen mitfahren dürfte, könnte ich vielleicht um Sieg mitfahren? Nein, Jens, du bleibst hinten. Hier irgendwo wieder, Bjarne, wir sind bloß noch 6 Leute, kann ich ein bisschen mitfahren? Nein. So, dann hier sind wir dann nur noch zu dritt, zu zweit. Irgendwo hier, sage ich dann zu dem Garate, der hier sagt, hör zu Manuel, der Sieg ist deiner. Ich habe den ganzen Tag nicht einen Schlag gearbeitet, nicht einen Meter im Wind gefahren. Ich kann den Sieg, so kann ich keinen Sieg holen. Der hat es nämlich gar nicht erst so richtig geglaubt, ist das ernst, Mann? Ich sage, nein, ich war auf keinen Fall sprintig. Und ungefähr hier sagt Bjarne, okay Jens, hier ist alles geklärt, die Jungs haben alles im Griff, ich möchte, dass du gewinnst. Ich so, Bjarne, nein, so kann ich nicht gewinnen. Ich habe ihm gerade mein Wort gegeben, dass ich nicht gewinnen werde. Und natürlich kann ich. Und Bjarne war dann richtig sauer mit mir. Ich sage, nein, Bjarne, tut mir leid, das geht nicht, ich kann nicht gewinnen. Hätte ich gewinnen können? Na klar. Kann ich einer alten Frau eine Handtasche klauen? Na klar. Aber das macht man doch nicht. Kann ich dem Kind von uns klauen? Ja klar. Er hat mit einer Mannschaft ganz klar gearbeitet. Die waren zu viert. Die haben alle seine Mannschaft am Anfang gefixt. Sind alle aufgeraucht, damit er am Ende gewinnen kann. Da kann ich doch nicht sagen, so, in den letzten Meter fahre ich vorbei. Ich habe gesagt, nee, geht nicht. Dann war Bjarne erst sauer mit mir. Hat dann aber sich das nochmal alles angeguckt und nochmal drüber nachgedacht. Und dann kam am nächsten Tag auch im Teambus. So muss man ja sagen, Bjarne war ja gut auch der in Selbstkritik. Deine Stimme kannst du ja auch immer schnell mal einmal abziehen und auch ins Trikot stecken, wenn später wärmer wird. So, glaube ich, ist mein Plan. Nur danke. Jo. Okay, so. Also. Nächste Frage. Bescheid. Wissen wir Bescheid morgen. Ja, heute ist Renntag. Die Nummer ist angebracht. Hinten hoch. Hier ist Sven sein Rad. Die Großstreckenfahrer starten gleich. Ja, Wetter, seht ihr ja, ein bisschen grau, aber kein Regen und kein Wind. Moin. So, die 115er Strecke kommt jetzt, wo Sven, Daniel und Jan mitfahren. Ganz schön Speed drauf, die Jungs. Wo sind sie denn? Daniel habe ich gesehen. Okay. Da hinten kommt Sven. Ich glaube, der Gelbe. Nee, ist er nicht. Oh, ist ein Riesenfeld. Nimmt er ja kein Ende. Von mir ausgegangen, von alleine, scheiße. So, der Ronald und ich, wir fahren jetzt auch zum Startzielbereich. Die 115er, wie gesagt, gerade los. Da fährt er. Ja, und hier, wie gesagt, Startziel. Unser Ding geht dann in 27 Minuten los. So, ja, hier ist der Startbereich. Unser Start, wie gesagt, in 20 Minuten. Noch nicht so viele Leute hier. So, das ist der Herr vom Ucker-Kurier, Nordkurier. Da sind wir dann zu finden wahrscheinlich. Eben kam die Schwanenkönigin vorbei. Na, ich filme sie dann vom Rad aus. So, jetzt haben wir Aufstellung genau hier am Startzielbereich. Jetzt geht los. Wetter hält noch. Keine Sonne, aber zumindest kein Regen, kein Wind. Sehr gut erstmal.
Pünktlich zum Start fängt der leichte Regen an. Hoffen wir mal, dass es nur leichter bleibt oder dann aufhört. Der Startsound AC/DC Hellsbells. Das war der Startschuss. Ja, dauert mal ein bisschen, bis sie alles in Bewegung setzt hier. Auf wie jetzt. Die ersten Meter, noch ist das Tempo moderat. Hier fährt der Ronald. Ja, noch sind wir im Pulk. Das ist nicht ganz so ein großes Feld wie die letzten Jahre. So, wir scheinen hier eine gute Truppe gefunden zu haben, wo es schön mitrollt. Hier mit den Sonntagsfahrern. So, Röpersdorf haben wir erreicht. Rollt. Ja, jetzt bin ich wieder alleine auf Strecke. Die fahren mir doch zu schnell. Strelo, erreicht. So, komm mal nach Pinno. Buchholz. Mittenwalde. So, Templin noch 12 Kilometer. Dann haben wir die Hälfte. Wetter hält bisher. Naja, und Wind ist auch keiner. Ja, läuft ganz gut. Petznick. Und schon sind wir in Kreuzburg, Kreuzkrug. So, sind wir bei Templin. 4 Kilometer noch. Templin erreicht! So, halbe Strecke damit fast geschafft. Gleich kommt der Verpflegungspunkt. Jawohl! So, hier geht's jetzt zum Verpflegungspunkt. Halbzeit erreicht hier in Templin am Verpflegungspunkt. Machen wir eine kurze Pause und dann geht's weiter. Ja, nicht so viel los hier. So, hier sieht man nochmal die ganzen Strecken. Wie gesagt, ich fahre die 84er Runde. So, Pause beendet, jetzt geht es weiter. Tolle Brücke über das Wasser. Ronald und die Bianca haben mich jetzt eingeholt. Bianca macht noch ein bisschen Pause und ich fahre jetzt mit Ronald. So, wir verlassen Templin wieder.
Kommt mir vor, als ob wir jetzt leichten Gegenwind haben. Äußerste Vorsicht hier, jetzt geht es hier auf den Bahnradweg. Dankeschön. Danke. Jetzt kommt die Rampe gleich. 15%. Erstmal runter und dann wieder hoch. Ja, so hat es natürlich mal gut, wenn welche auf dem Weg laufen. Klasse! Hallo? Ja, so ein typischer Bahntrassenradweg hier. Fährt sich sehr gut. Leider nicht ganz bis Prenzlau. Ja, das ist die Uckermark. Hallo? Oh, jetzt zieht sie das. Oh, diese langen Anstiege. Klaus Hagen. Und hier vorne jede Menge Kürbisse. So, Beutzenhof erreicht. Naja, nimmt da langsam Gestalt an. Bergholz! Oh, geht hier größtenteils jetzt auf viel befahrenen Straßen lang, nicht so schön. Naja, was willst du machen? Golmitz erreicht. Naja, kann es ja nicht mehr so weit sein. Fenster auch noch 11 Kilometer. Naja, dann haben wir es ja bald. Oh, endlich mal rollen lassen. Hier jetzt zum Truppenübungsplatz, Prenzlau, kann ja nicht mehr weit sein, denn 4 Kilometer noch so. Prenzlau, kommen wir diesmal anders rein, nach Prenzlau. Ja, jetzt sind wir wieder auf der Bundesstraße, ja, die Streckenführung ist dies Jahr jetzt nicht so optimal, aber wahrscheinlich, weil irgendwo eine Baustelle war auf dem anderen Abschnitt, naja. So, haben wir Prenzlau erreicht. Noch bis ins Ziel jetzt. Hier ging es heute früh rechts weg. Schließt sich der Kreis. Hier runter zu. Ja, rote Ampeln sollten wir halten. Machen wir. So, St. Marien. Hier rückt näher. Stimmig, 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 Stimmig.
115 Kilometer. Heute hier beim Hügelmarathon, die 19. Auflage. Jetzt hier angekommen, ja, so. Sven und Jan sind auch da, Ron halt auch. So, viel ist hier nicht mehr zu sehen, wir grillen halt noch. Naja, Duster. Naja, viel sieht man hier nicht mehr. Das ist der Abschluss, sozusagen. Guten Morgen, Sonntag, der 6. Oktober, Abreisetag. Janni beseitigt den Grill, macht er sauber. Die waren noch zum Oktoberfest gestern. Ach so, Leute. Schönen Gruß von Andreas Gabalier. Ja, der war auch da, ja, in der Uckerhalle. Ich weiß auch nicht, was der hier im Prenzlau gemacht hat. Ja, das heißt Uckerseehalle. Uckerseehalle heißt das. Da sind noch die Überreste vom Grillabend. Wein, Wurzelsoßen. Die Jungs wollen mit dem Rad nach Hause fahren. Die drei da. Er fährt mit Auto, die anderen beiden präparieren sie noch. Und der Uckersee liegt still da nieder. Ja, Sonne ist jetzt nicht draußen. War wieder super gewesen hier. Nächstes Jahr denn wieder. Da sind die beiden. Anna und Ronald. Anna hat heute Geburtstag, die kriegt nachher ihr Ständchen am Tisch. Die Vorbereitung fürs Geburtstagskind. Wie alt wird sie denn überhaupt? Ja, das ist schon das vierte Mal. Die Conny hat den Frühstückstisch schön eingedeckt, wie immer. Machen wir noch gemeinsam mit Frühstück und dann geht jeder so seiner Wege. Dann. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Anna. Happy Birthday to you. Hören, ja. Ja, Anna hat heute Geburtstag, wie gesagt. Lecker. Ist ja geil. Ja, ey, super. Danke. Das ist die Geburtstagskind. So. Hier die Tafel. Das soll es ja aber auch gewesen sein. Hier. Der Rest ist privat. Oh, die vier Jungs fahren jetzt noch mit Rad nach Hause. So, die Jungs fahren jetzt mit Rad nach Hause nach Berlin. Eigentlich wollten sie um 9 los. Schäden, ja. Sven, die warten auf dich. Da ziehen sie von dannen. Ciao! Oh, nochmal ein letzter Blick auf den Uckersee. Und das soll es dann auch gewesen sein für dieses Jahr. Hier in Prenzlau. Nächstes Jahr wieder. Damit verabschiede ich mich und da kriegen die Schnatterenten. Und tschüss.